versteht man Huevos Rancheros. Ja, schon, aber ausgerechnet in einem solchen Lokal es in Spanisch zu verlangen. Na ja, ein Versuch war's wert. Also weißt du, ich werde es mir in Zukunft gut überlegen, bevor ich dich nochmal zu einem romantischen Frühstück einlade. Bitte? Du hast doch schließlich gesagt, es wäre nur ein Picknick. Ja, deshalb sind wir auch ohne Verdeck gefahren. Weißt du was, wir sollten jetzt lieber an die Arbeit gehen. Umso früher kommen wir heute Abend nach Hause. Ich freue mich riesig darauf. Ich mich auch. Mein Dienst geht bis 7. Ich denke nicht, dass ich vor 8 hier rauskommen werde. Wollen wir dann vielleicht zusammen was kochen? Ich habe nicht ans Abendessen gedacht. Ich dachte nicht nur daran. Klar. Ich versuche schon seit über einer Stunde, Sie zu erreichen. Ich war mit Ihrer Tochter frühstücken. Mir war nicht klar, dass ich dazu Ihre Erlaubnis brauche. Ihr Vater wurde vorhin eingeliefert. Er wurde uns als Notfall aus dem Gefängniskrankenhaus überstellt. Wo liegt er? Auf der Intensivstation. Der endgültige Befund liegt noch nicht vor, aber ich fürchte, sein Zustand ist sehr ernst. Entschuldigt mich. Sind Sie sicher, dass es auch die richtige Adresse ist? Ja, das haben Sie gut gemacht. Ich melde mich wieder. Wer war das? Der Mann, der Kies beschattet hat. Er ist ihm zu dieser Adresse gefolgt. Das kann genauso gut nur ein Trick von Kies und Gina sein, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, aber möglicherweise auch nicht. Also entscheiden Sie sich. Wollen Sie lieber hier im Hotel herumsitzen oder wollen Sie mir helfen, Mason zu finden? Ist ja ein schreckliches Loch. Ich hab schon schlimmer gehaust. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Also nach der langen Fahrt durch die Wüste brauche ich jetzt erstmal was zu trinken. Und willst du auch was? Nein, danke. Konntest du denn ein wenig schlafen im Wagen? Nein, nicht richtig. Mir wird nämlich immer ein bisschen schlecht beim Autofahren. Ich würde zu gern wissen, warum du dich eigentlich so für mich einsetzt und was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Was für Kerle sind das eigentlich, die hinter dir her sind? Lady, ich weiß ja noch nicht mal, wer du bist. Na schön, aber du zuerst. Ich meine, sag mir jetzt mal ganz ehrlich, wer bist du? Das sagte ich doch schon. Ich bin Sunny Sprocket, und du? Ich bin Gina Capwell. Doch jetzt heiße ich Timmons, Gina Timmons. Kennst du mich denn wirklich nicht? Woher sollten wir uns schon kennen? Immerhin standen wir uns mal sehr nah. Was dachte ich zumindest? Ist dir klar, dass du ganz schön in der Klemme sitzt? Diese Ganoven sind sicher immer noch hinter uns her. Ich muss sagen, du bist einfach zu komisch. Aber ich werde dich schon noch durchschauen. Du willst mich durchschauen, sagst du? Das ist komisch, Sunny. Wirklich sehr komisch. Jetzt brauche ich auch einen Schluck. Wisst ihr, ich könnte schwören, ich habe die Ohrringe da drüben irgendwo hingelegt und nicht in dieses Zimmer. Naja, ich denke nicht wohl. Aber sie müssen doch hier irgendwo sein. Wenn sie nicht schon unser kleiner Freund an sich genommen hat. Wäre doch nicht immer gleich zynisch. Es gibt sicherlich eine andere Erklärung. Ich bin dafür. Nicht zynisch, sondern realistisch. Amado, wenn das tatsächlich sein richtiger Name ist, ist nichts weiter als ein kleiner Betrüger. Er hat dich reingelegt. Sieh das doch endlich ein. Wartet mal eine Sekunde. Würde einer von euch beiden mir bitte erklären, wer Amado ist? Ein kleiner Junge. Er kam zu uns und hat uns um einen Job gebeten. Er tat mir leid, also habe ich ihm ein paar kleinere Aufgaben übertragen. Ja, und wie hat es dir gedankt? Er hat ohne zu zögern die erste Gelegenheit benutzt und hat dich bestohlen. Kane, das wissen wir doch gar nicht. Ich habe da meine Erfahrung. Was ist das? Schokoladenpapier. Isst du Schokolade? Ich jedenfalls nicht. Und von alleine kommt es da ganz bestimmt nicht hin. Zeig her. Dann hat er wahrscheinlich die ganze Nacht hier verbracht. Ich habe dich von Anfang an gewarnt. Also ich finde, so schlimm ist es doch gar nicht. Er hat bestimmt nur Geld gebraucht. Das war's. Unter keinen Umständen. Ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Thank you.
muss mal wohin, bevor es in die Hosen geht. Warte einen Augenblick. Was hast du vor? Ich muss mal aufs Klo, wenn du nichts dagegen hast. Was? Ach so. Lass dir Zeit. Spinnst du? Du wolltest doch nicht früher anrufen. Ich weiß, aber es ging nicht eher. Es gab da eine Geschwindigkeit. Ich habe eine Nachricht von dir und du scheinst dich prächtig zu amüsieren, oder was? Wir wurden von ein paar Typen verfolgt, die ebenfalls hinter der Belohnung her sind. Ich glaube, wir konnten sie abschütteln. Ich muss Schluss machen. Er kommt jeden Moment aus dem Bad zurück. Er gerade neben dir und ihr macht euch über mich lustig. Hör auf mit dem Blödsinn, er ist im Bad. Ich bin nicht mal sicher, ob er es überhaupt ist. Er sieht zwar aus wie Mason, doch er verhält sich wie ein Südstaatenkörper. Soll das heißen, du treibst mit einem wildfremden Mann rum? Ist das nun oder ist das nicht? Ich weiß nicht genau, er wirkt auf mich irgendwie verändert. Wenn er es tatsächlich ist, dann hat er sich völlig verändert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich von ihm halten soll. Jetzt, halt die Luft an. Lass dir gefälligst was einfallen. Ich weiß schon, wie ich das herausfinden kann. Mason hat ein sehr ungewöhnliches Muttermal. Und wenn es mir gelingen sollte, einen Blick darauf zu werfen, wäre das Muttermal an der Unterhalb seiner Gürtellinie, oder? Das ist doch vollkommen... Das spielt überhaupt keine Rolle. Außerdem geht es dich wohl kaum was an. Jetzt hör mir mal zu. Wenn du hierher kommst, dann ruinierst du alles. Du bleibst, wo du bist. Hast du mich verstanden? Ich muss jetzt auflegen. Vertrau mir, ich rufe später wieder an. Dieses Bier treibt ja wie verrückt. Willst du vielleicht trotzdem noch eins? Du willst mich doch nicht etwa betrunken machen, oder? Weswegen sollte ich so etwas tun? Ich möchte mich nur ein bisschen mit dir unterhalten. Naja, weißt du, vom Reden habe ich noch nie viel gehalten. Ich bin da eher ein Mann, der zupackt. Oh, das war doch alles nur reine Zeitverschwendung. Keine Spur von Kies. Wahrscheinlich ist er längst über alle Berge. Sie sollten nicht ganz so schnell aufgeben. Willkommen in Las Vegas. Hier hat jeder mal Glück. Doch wissen Sie, ich habe das Gefühl, je näher wir unserem Ziel kommen, umso mehr entfernen wir uns davon. Seien Sie nicht so ungeduldig. Geben Sie der Sache mehr Zeit. Was haben Sie denn? Ich versuche nur herauszufinden, was in Ihnen vorgeht. Vielleicht kann ich Ihnen ja dabei helfen. Ich weiß nicht recht, ob ich mit Ihnen darüber reden sollte. Sie haben keine andere Wahl mehr, jetzt, wo Sie mich neugierig gemacht haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es ist einfach so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sie nicht wollen, dass ich Mason finde. Ich weiß genau, es ist sehr dumm von mir, nach allem, was Sie für mich getan haben, doch es ist so. Ich versichere Ihnen, das ist nicht wahr. Ich weiß einfach nicht, was ich von Ihnen halten soll. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber sogar eben, als Sie sagten, dass es nicht wahr sei, hatte ich das Gefühl, dass Sie mir etwas verheimlichen. Sie täuschen sich. Wieso tun Sie das alles? Wieso ist es Ihnen so leicht gefallen, Ihren Talar einfach an den Nagel zu hängen? Sie stellen Ihr ganzes Leben auf den Kopf für einen Menschen, den Sie so gut wie gar nicht kennen. Ich fühle mich irgendwie verantwortlich. Und ich denke, ich schulde das Mason. Sagen Sie mir bitte den wahren Grund und versuchen Sie, ehrlich zu sein. Tut mir leid, es gibt keine andere Erklärung. Ich versuche Ihnen zu helfen, weil ich nicht anders kann. Ich mache mir Sorgen um Sie und ich möchte, dass Sie glücklich sind. Wieso denn? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Wenn ein Mann sich mit ganzer Hingabe einer Sache widmet, so wie ich es zum Beispiel für die Kirche getan habe, dann ist es nur eine natürliche Konsequenz, dass man sich irgendwann anfängt zu fragen, wieso eigentlich. Es ist auch gut, sich hin und wieder in Frage zu stellen. Dadurch verliert man seine Ziele nicht aus den Augen. Aber irgendwann habe ich aufgehört, ständig darüber nachzugrübeln. Mein Glaube hat mir wirklich sehr geholfen dabei. Aber irgendetwas fehlte mir trotzdem. Etwas, das mir gar nicht bewusst war, bevor Sie in mein Leben traten. Und was? Es gibt viele Worte dafür. Anteilnahme, Leidenschaft, Treue. Aber Sie verkörpern all das. Es ist so selbstverständlich für Sie. Es beschränkt sich nicht nur auf Äußerlichkeiten. Es
kommt bei Ihnen von Herzen. Wissen Sie, als Sie immer zu mir kamen, da habe ich daraus neue Kraft geschöpft. Sie haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Dieses Leuchten in Ihren Augen ist etwas ganz Seltenes, etwas Besonderes. Und ich möchte das niemals mehr in meinem Leben missen. Vielleicht erklärt das das Gefühl, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Wenn wir Mason je finden sollten, werden wir Freunde bleiben. An unserer Beziehung wird sich nichts ändern, von meiner Seite aus nicht. Schön, dass Sie das sagen. Und ich meine es auch so. Ich danke Ihnen. Ich schlage vor, ihr beide kümmert euch um diese Sache und ich gehe den Rest hier durch. Pfandleiher und Gebrauchtwarenhändler? Ja. Am besten, ihr teilt euch die Sache auf. Ich werde die restlichen überprüfen. Liebling, warum machst du dir eigentlich so viel Mühe? Es ist doch bloß ein kleiner Junge. Ich lasse mich nun mal nicht gerne ausnutzen. Ich gab ihm den Job, weil ich überzeugt bin, dass in ihm viel mehr steckt. Und es macht mich wütend, mit anzusehen, wie er mit seinen Fähigkeiten umgeht. Ich finde, das ist reine Zeitverschwendung. Als ich in seinem Alter war, war ich auch sehr leichtsinnig und habe viel Unsinn getrieben. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre auf die schiefe Bahn gekommen. Bist du aber nicht. Nein, aber nur, weil mir seinerzeit mal jemand gründlich den Kopf gewaschen hat. Und genau das werde ich jetzt mit diesem Jungen tun. Ich weiß genau, sie kann nur hier irgendwo sein. Ming Li, was suchst du denn? Meine Brieftasche. Ich kam vom Einkaufen und hab sie hier hingelegt und jetzt ist sie nicht mehr da. Warte mal, ich hab sie gefunden. Hier ist sie. Danke. Verrätst du mir, wo du hingehst? Ich hab eine Verabredung. Eine Verabredung? Wie schön, wer ist denn der Glückliche? Du kennst ihn nicht. Lernen wir ihn mal kennen? Jetzt hörst du dich an wie Kane. Du hast recht, ich rede schon wie mein Vater. Tut mir leid. Keine weiteren Fragen, versprochen. Wo wollt ihr eigentlich hin? Nicht, dass ich neugierig sein will. Vermutlich werden wir nur ein wenig am Strand spazieren gehen. Hör zu, wenn du willst, kannst du ihn hinterher ruhig zum Abendessen mitbringen. Es gibt zwar nichts Besonderes, aber... Nein, vielen Dank. Vielleicht später. Ich hätte das nicht sagen sollen. Entschuldige bitte. Du gehst einfach los und ihr zwei macht euch einen schönen Abend. Einverstanden? Brauchst du noch Geld? Nein, danke. Also, bis später dann. Viel Spaß. Oh, Ming Li, warte noch einen Augenblick. Wie heißt der? Wie ist sein Name? Seine Nieren sind praktisch ohne Funktion. Und er verweigert dennoch eine Dialyse. Was zum Teufel soll diese Heimlichtuerei? Meint ihr, ich könnte euch nicht hören? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir dir helfen könnten. Tu mir einen Gefallen und lass es gut sein. Lass mich in Frieden sterben. Was redest du da für Unsinn? Es ist zwecklos, mich anzulügen. Ich weiß genau Bescheid. Jetzt hör mir bitte zu. Immerhin habe ich Medizin studiert und nicht du. Mach mir nichts vor, man kann diese Krankheit nicht heilen. Der Arzt da draußen hat es mir gesagt. Das sehe ich völlig anders. Ich bin gleich wieder bei dir. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wie kommen Sie dazu, meinem Vater zu sagen, dass er sterben wird? Wenn ein Patient mich darum bittet, ehrlich zu sein, sehe ich keinen Grund, dies zu verweigern. Ihr Vater wollte wissen, wie seine Chancen stehen, also sagte ich ihm die Wahrheit. Er hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Es gibt immer noch eine Chance, immer. Begreifen Sie doch. Hat er nicht auch ein Recht, das zu erfahren? Ich weiß, es ist nicht leicht für Sie, aber sehen Sie den Tatsachen doch mal ins Auge. Wir können nicht mehr viel für ihn tun. Wir könnten ihn zum Beispiel an einen Dialyseapparat hängen. Er wird es verweigern. Das wird er nicht. Wir könnten auch einige neue Behandlungsmethoden anwenden. Die alle leider äußerst umstritten und über ein Versuchsstadium noch nicht hinaus sind. Trotzdem könnten Sie Erfolg haben. Die Zeit, die Ihrem Vater bleibt, reicht nicht für irgendwelche Experimente. Diesmal irren Sie sich, Doktor.
Ich werde es nicht akzeptieren, Ihr Todesurteil. Halten Sie sich da raus. Ab sofort ist er nur noch mein Patient. Sie sind wirklich sehr außergewöhnlich. Herzförmige Silberohrringe mit ein paar kleinen, aber sehr reizvollen Anhängern daran. Sie wären Ihnen aufgefallen, wenn Sie sie gesehen hätten. Tut mir leid, Castillo. An sowas oder etwas Ähnliches kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wissen Sie, um die Ohrringe geht es mir eigentlich gar nicht so sehr, sondern vielmehr um den Jungen, der sie eventuell bei Ihnen versetzt haben könnte. Erinnern Sie sich an ihn? Wie sieht er denn aus? Er ist ungefähr 9 Jahre alt, recht klein, schlank, hat schwarze Haare und trägt meistens eine graue Chinesenjacke. Haben Sie ihn gesehen? Schon möglich. Hier gehen eine Menge Kinder aus und ein. Würden 20 Dollar Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Sagen wir 40, dann fange ich mal an nachzudenken. Das ist ganz schön teuer. Ich bin gleich bei Ihnen. Cruz Castillo? Hier ist Julia. Was ist? Bist du noch in Las Vegas? Ja, ich wollte nur hören, ob du irgendwelche Neuigkeiten hast. Tja, das ist schwer zu sagen. Auf die Belohnung, die Sissi ausgesetzt hat, gingen eine Menge Anrufe ein. Habt ihr schon eine heiße Spur? Nein, die meisten Anrufer waren nur hinter dem Geld her und konnten uns überhaupt nicht weiterhelfen. Wir haben leider auch kein Glück gehabt. Seid ihr immer noch hinter dem Kerl her, der genauso aussieht wie Mason? Wir versuchen, ihm auf den Fersen zu bleiben. Ist Michael in der Nähe? Nein, er versucht, Keith und Gina ausfindig zu machen. Habt ihr Ärger mit den beiden? Nicht mehr als sonst. Michael hilft mir sehr. Ich weiß nicht, ob ich ohne ihn so weit gekommen wäre. Du klingst niedergeschlagen. Du willst doch nicht aufgeben. Ich vermisse meine Tochter. Wenn es dich beruhigt, wir haben heute Morgen nach ihr gesehen. Es geht ihr gut. Aber wenn sie dir so sehr fehlt, ist es vielleicht besser, du kommst wieder nach Hause. Wir überlegen dann gemeinsam, was wir tun können. Ich kann hier nicht weg, Cruz. Nicht bevor ich sicher bin, dass dieser Kerl nicht Mason ist. Wir schließen dich noch heute an ein Dialysegerät an. Keine Angst. Es wird nicht wehtun. Und hinterher wirst du dich dann bestimmt gleich viel besser fühlen. Langfristig werden wir dich dann mit einigen neuen Medikamenten behandeln. Sie sind zwar noch in der Erprobungsphase, aber sie sind sehr erfolgversprechend. Wozu das alles? Nur um für den Rest meines Lebens hinter Gittern zu sitzen. Darauf kann ich verzichten. Was willst du dann tun? Du wirst doch nicht aufgeben wollen. Weißt du denn nicht mehr, was du zu deinem Anwalt gesagt hast, als das Urteil verkündet wurde? Man bekommt auf dieser Welt das, was man verdient. Daran kann man nichts ändern. Und ich will mich nicht beklagen. Du könntest wieder frei sein und diese Krankheit besiegen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und außerdem ist mir vollkommen egal, was mit mir passiert. Verstehst du das nicht? Ich will nichts weiter als endlich alleine sein und meinen Frieden finden, sodass ich in aller Ruhe sterben kann. Wie kannst du nur so etwas sagen? Du gibst also einfach auf. Wenn du eine Behandlung verweigerst, ist das dein sicherer Tod. Für mich wäre es eine Erlösung, glaube ich. So redet doch nur ein Feigling. Nenn mich nie wieder einen Feigling, verstehst du? Dann überzeuge mich vom Gegenteil und ich werde dich nie wieder den Feigling nennen. Ich will dich nicht verlieren, Dad. Er macht einen großen Fehler. Kein Arzt sollte irgendjemanden aus seiner Familie behandeln. Das ist sogar äußerst gefährlich. Es ist dabei unmöglich, seine Objektivität zu bewahren. Und deshalb läuft man ständig Gefahr, einen fatalen Fehler zu begehen. Daddy, ich weiß, du hast recht. Aber stell dir nur mal vor, man würde mich schwer verletzt nach einem Autounfall einliefern und ich bräuchte dringend erste Hilfe. Würdest du mir dann deine Hilfe versagen, nur weil du mein Vater bist? Nein, du würdest mir mit Sicherheit helfen. Das wäre doch etwas ganz anderes. Daddy, Scott hatte zu seinem Vater von Kindheit an eine äußerst heikle Beziehung. Die beiden mögen sich, aber sie benehmen sich oft wie Hund und Katze zueinander. Als Ben ins Gefängnis kam, brach er den Kontakt zu seinem Sohn völlig ab. Scott versucht jetzt lediglich, ihm eine Brücke zu bauen, um ihm so zu zeigen, dass er ihn trotz allem immer noch liebt. Seine Motive spielen überhaupt keine Rolle. Es ist seine Methode, die mir Sorgen macht. Clark ist dabei, einen großen Fehler zu begehen. Und das werde ich nicht zulassen. Du siehst eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich mag dich. Ich kann dich auch gut leiden, Sunny. Und ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren, zum Beispiel, wo du herkommst. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um sich gegenseitig kennenzulernen, verstehst du? Ich habe eine Idee. Was hältst du von einem kleinen Spielchen?
Sehr gern. Strip-Poker spiele ich am liebsten. Hast du zufällig Karten? Oh nein, dazu brauchen wir wirklich keine Karten. Es ist nämlich nur ein Wortspiel. Ein Wortspiel? Ja, ich gebe ein Wort vor und du antwortest darauf, was dir gerade in den Sinn kommt, ohne nachzudenken. Wenn ich zum Beispiel sage, Hund, antwortest du? Pussycat. Ja, das war schon sehr gut. Sei ehrlich, du nimmst mich doch auf den Arm. Ich bin sicher, du kennst dieses Spiel genau. Nein, ich schwöre es, ich kenne es nicht. Komm, mach weiter. Schwarz. Weiß. Mann. Natürlich Frauen. Rechtsanwalt. Gangster. Na schön. Was fällt dir ein zu Julia? West Texas. West Texas? Wieso denn das? Da ist eine Bar, wo ich öfter hingehe. Eine schnucklige kleine Maus namens Julia steht da. Oh, das reicht mir. Dom Perignon. Diesen dicken Komiker, meinst du? Richtig. Jetzt will ich, dass du erst mal richtig nachdenkst, bevor du antwortest. Die Capwoods. Tut mir leid, dazu fällt mir überhaupt nichts ein. Dieses Spiel wird langsam langweilig, findest du nicht, Darling? Außerdem ist es schon spät. Wir sollten lieber weiterfahren. Oh nein, mir wird schon ganz übel, wenn ich nur daran denke, dass ich wieder in diesem Wagen sitzen soll. Na schön, dann schlage ich eben vor, dass wir die Nacht hier verbringen. Hast du etwa eine feste Beziehung? Nein. Und du, hast du eine? Nein, nicht, dass ich wüsste. Naja, an die Zeit, bevor ich den Jackpot knackte, kann ich mich sowieso kaum erinnern. Und auch dieser Name eben erinnerte mich an irgendeinen Ort in Kalifornien. Womöglich an Santa Barbara. Soll das ein Scherz sein? In dieser Stadt leben doch ausschließlich Millionäre. Nein, vielmehr an eine Stadt wie Fresno oder Anaheim. Also, raus damit. Was können Sie mir über diesen Jungen erzählen? Er ist nur ein armseliger Straßenjunge, der ein paar Mal mit seinen Freunden hier war. Wissen Sie, die haben immer eine große Klappe und schleppen mir ständig irgendwelches Zeug an. Nichts Aufregendes, völlig wertloser Plunder. Verraten Sie mir, wann Sie ihn das letzte Mal gesehen haben. Sie sind ganz schön raffgierig. Beten Sie darum, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, meine Hilfe zu brauchen. Also, wann war er zum letzten Mal hier? Vor einer Woche, vielleicht auch zwei. Er hat mir eine Trödelkiste gebracht, doch es war nichts drin, was ich gebrauchen konnte, also habe ich ihn gleich wieder weggeschickt. War das Zeug gestohlen? Hey, das hat er mir nicht gesagt und ich habe ihn nicht danach gefragt. Das hier ist ein sauberer Laden, merken Sie sich das? Das ist ja schon gut. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir gerne noch ein wenig bleiben. Vielleicht taucht unser kleiner Freund mit den Ohrringen auf. Aber machen Sie sich möglichst unsichtbar, sonst verscheuchen Sie mir noch meine Kundschaft. Wir gehen besser nach hinten. Ich verstehe nicht, wieso dir so viel an dem Jungen liegt. Offensichtlich ist er ein Gewohnheitsdieb und davon wirst du ihn nicht abbringen. Warum nicht? Als du damals Ming Li hierher gebracht hast, hat sie deine Fürsorge zuerst auch abgelehnt. Das ist was vollkommen anderes. Sie ist meine Tochter. Dieser Junge hat bestimmt auch Eltern. Mag sein, dass ich nur die Möglichkeit sehe, etwas weiterzugeben, was mir irgendjemand mal beigebracht hat. Aber wenn das in euren Augen verrückt ist, dann bin ich es halt. Nein, das ist natürlich nicht. Ich denke, Kane möchte dir einfach nur sagen, dass du vorsichtig sein sollst. Wäre es nicht möglich, dass du in diesem kleinen Jungen etwas siehst, was gar nicht da ist? Und dann wärst du sehr enttäuscht. Nein, ich werde nicht enttäuscht sein. Hör zu, ich will nur, dass dir klar ist, auf was du dich da überhaupt einlässt. Was willst du damit sagen? Bereust du vielleicht heute, was du für Ming Li getan hast? Nein, natürlich nicht. Aber es war nicht immer ganz leicht. Es war eine große Umstellung für mich und ganz besonders für Andrea. Ah ja, wie geht's euch eigentlich so? Naja, ich glaube, so langsam hat sich alles wieder halbwegs eingerenkt. Und Ming Li und Andrea verstehen sich ganz gut. Nur manchmal, wenn ich Ming Li so beobachte, habe ich das Gefühl, dass sie meine Fürsorge völlig ablehnt. Ich bin sicher, du irrst dich. Jeder möchte nämlich geliebt werden. Wahrscheinlich weiß sie nur nicht, wie sie es dir sagen soll. Sie hat eine schwere Zeit hinter sich. Sie wird lange brauchen, um ihr früheres Leben verarbeiten zu können. Da hat sie recht. Womöglich wird sie nie damit fertig werden. Doch du hilfst dir dabei. Dadurch hat sie eine Chance. Das hoffe ich doch. Es kommt jemand. Na, was hast du denn heute Schönes? Ich habe heute etwas sehr Interessantes für Sie. Es ist sehr wertvoll. Sterling-Silber, Sie können es sich in Ruhe ansehen. Zeig doch mal her. Kane! Bleib hier! Was denkst du im Augenblick? Ich sehe auf den Ozean hinaus und kann kaum glauben, dass Bangkok gleich auf der anderen Seite liegt. Es kommt mir so weit weg vor. Denkst du noch oft daran zurück? Ich versuche es nicht zu tun.
Doch manchmal habe ich Albträume bei dem Gedanken, zurückzugehen. Du musst nicht wieder dahin, wenn du nicht willst, Ming-Li. Wir könnten zusammen fortgehen. Der Major würde uns nie in Ruhe lassen. Er würde uns jagen wie wilde Tiere. Ich will nicht, dass du das meinetwegen riskierst. Je länger wir noch warten, desto näher kommt der Tag, an dem er dich nach Hause schickt. Wir sollten unsere Chance nutzen. Tja, und hier zu bleiben wäre völlig ausgeschlossen. Du könntest doch mit dem Major sprechen und versuchen, ihm alles zu erklären. Er ist fest entschlossen und daran wird sich nichts ändern. Wäre denn ein Zusammenleben mit mir so furchtbar für dich? Nein, darum geht es doch gar nicht. Ich will einfach nicht weg von hier. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich hier ein richtiges Zuhause gefunden. Ich habe sogar Freunde hier. Und ab September werde ich zur Schule gehen. Ich würde wie ein ganz normaler amerikanischer Teenager sein. Ich würde tanzen und auf Partys gehen wie alle anderen auch. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens auf der Flucht sein. Ich sorge für dich, glaub mir. Du kannst genauso gut irgendwo anders zur Schule gehen. Und was ist mit Ken und Andrea? Die beiden waren so gut zu mir. Sie haben mich gern. Ich glaube, sie lieben mich wirklich. Ich bringe es nicht übers Herz, sie einfach zu verlassen. Haben Sie eine Bank überfallen? Was? Sehen Sie mal, was ich hier habe. Unser Freund Sunny ist abgehauen, ohne die Rechnung großartig zu bezahlen. Großartig. Es hat 20 Dollar gekostet, in sein Zimmer zu kommen. Hier ist alles, was er dagelassen hat. Mal sehen, vielleicht hilft es uns ja weiter. Was sagen Sie dazu? Sowas werde er nie tragen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Mason hasst solche Klunker und ganz besonders solchen Schund. Ist er Musikliebhaber? Ja. Er mag wohl Porter und Gershwin. Was ist da? Kaum zu glauben, dass sich sein Geschmack derart geändert haben soll. Merle Haggard, Loretta Lynn, Eddie Rabbit. Masons Vorstellung von der Hölle war die, dass er 24 Stunden am Tag Country-Musik hören muss. Also hören wir endlich auf damit. Dieser Kerl ist nicht Mason. Warten Sie mal. Hier ist seine Brieftasche und sein Führerschein. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Doch weder seine Adresse noch sein Geburtstag noch der Jahrgang sind richtig. Das ist nicht Mason. Tut mir leid. Ja, mir auch. Ich habe Angst, die Hoffnung zu verlieren, dass wir ihn je wiederfinden. Und das darf nicht sein. Ich hab's mir überlegt. Wir fahren weiter. Halt, warte mal eine Sekunde. Warum können wir uns hier nicht noch ein wenig ausruhen? Während wir hier ein Kaffeekränzchen veranstalten, sind uns diese Ganoven sicher längst auf den Fersen. Die können jeden Moment hier sein. Nein, das glaube ich nicht. Die werden uns hier nicht finden. Trink doch noch ein Bier. Ich möchte kein Bier mehr. Also kommst du jetzt mit oder nicht? Oh, ich kann nicht, Sunny. Ich meine, ich... Es geht mir nämlich nicht besonders gut, weißt du. Vielleicht sollte ich mich lieber erst noch ein wenig hinlegen. Du kannst dich genauso gut im Wagen hinlegen. Nein, weißt du, ich glaube, ich werde mich übergeben müssen und ich will deine Sitze nicht beschmutzen. Also schön. Du hast gewonnen. Du bleibst hier, aber ich gehe. Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht so genau. Ich habe solche Schmerzen. Ich glaube, mir wird schwindelig. Ach, das noch. Wie schön von dir, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Ich schließe gleich. Meine Frau mag es nicht, wenn ich zu spät nach Hause komme. Sie kommen sicher gleich mit ihm zurück. Wenn Sie ihn erwischt haben. Aber wenn nicht, Wissen Sie, wenn alle Menschen so teilnahmslos wären wie Sie, wäre es... Was? Glauben Sie, die Welt wäre so viel anders? Versuchen Sie erst mal in einer Gegend wie dieser zu überleben, dann reden wir weiter. Aber ich kann Sie beruhigen. Sollte der Kleine entwischen, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen. Ach ja? Ich weiß genau, wo solche Typen gewöhnlich rumhängen. Und wieso haben Sie uns das nicht schon viel früher gesagt? Niemand hat mich danach gefragt. Übrigens ist das Leben hier sehr teuer. Und Sie wissen doch, alles auf dieser Welt hat seinen Preis. Und wie viel? Bei einer so hübschen Frau wie Ihnen, 50 Dollar. Was? Das meinen Sie nicht ernst? Hey, das ist mein Preis. Wenn Sie nicht wollen, lassen Sie es.
Ich musste ihn vorhin festbinden, damit ich ihm wenigstens ein Schlafmittel geben konnte. Ich kenne keinen, der dickköpfiger ist als er. Muss wohl in der Familie liegen. Hast du schon was gegessen? Nein. Ich wollte nichts übersehen und bin deshalb nochmal seine Akte durchgegangen. Was entdeckt? Ich weiß nicht genau. Nein, ich konnte nichts finden. Ich meine, das Problem ist weniger die Diagnose als vielmehr die Tatsache, dass er jegliche Behandlung verweigert. Er verweigert alles? Nach wie vor. Scott, findest du nicht, dass es besser wäre, wenn jemand anders ihn behandeln würde? Womöglich geht dir das alles zu nah. Weißt du, ein anderer Arzt wäre wahrscheinlich viel distanzierter und vielleicht könnte er ihn zur Vernunft bringen. Nein, das glaube ich nicht. Der Mann ist nur verstört. Ich bin emotional beteiligt. Er ist nun mal mein Vater. Wer sonst hätte die Geduld, ihn dazu zu bringen, sich auf eine Behandlung einzulassen? Was ist mit einer Dialyse? Er verweigert sie. Und dabei habe ich ihm erklärt, was passiert, wenn er es weiterhin tut. Doch das scheint ihm alles vollkommen egal zu sein. Und was hast du jetzt vor? Ich werde nicht zulassen, dass er es sich so einfach macht. Wenn mein Vater nicht um sein Leben kämpft, werde ich es für ihn tun. Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist ohnmächtig geworden. Schon vergessen? Ich kann mich nur noch an deine starken Arme erinnern. Ich war dir doch nicht zu schwer. So ein kleines Ding wie du doch nicht. Du bist leicht wie eine Feder. Es war wirklich nett von dir, dass du mich nicht allein gelassen hast. Schon gut. Genau dasselbe hätte ich für einen alten Straßenköter auch getan. Du findest immer die richtigen Worte. Danke. Geht's dir jetzt wieder besser? Oh, ja, ich denke, ich kann schon wieder aufstehen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir für deine Hilfe danken soll. Naja, ich glaube, mir würde da schon was einfallen. Und dann, was hast du dabei gedacht, Sunny? Ich sagte doch schon, ich halte nicht allzu viel von großen Worten. Nein, Sunny. Was ist denn? Das war doch erst der Anfang. Das kann ich mir vorstellen. Weißt du was? Du gehst jetzt erstmal da unter die Dusche. Und dann bekommst du, was du dir wünschst. Ich hab schon verstanden. Ich bin gleich wieder bei dir. Oh, lass dir ruhig Zeit. Ich lauf dir bestimmt nicht weg. Nochmal, Kies. Es wurde auch langsam Zeit. Entschuldige, dass ich dich so lange warten ließ, aber es ging nun mal nicht früher. Gesehen? Nein, tut mir leid, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Warum ist es so wichtig für dich zu wissen, wo er es hat? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Natürlich spielt das Wenn du es unbedingt wissen willst, das Muttermal sitzt nicht direkt auf der Stirn. Sag ruhig, es ist da, ich weiß nicht, was du vermutest, aber du vermutest bestimmt falsch. So ein Quatsch. Auf seinem Rücken die Verlängerung davon. Kannst du dich etwas genauer Stell dich nicht dumm, du weißt, was ich meine. Warum sprichst du so leise? Ich kann nicht lauter reden, sonst hört er alles. Wie willst du an sein Muttermal kommen, ohne ihm die Hose Ich werde schon einen Weg finden, keine Sorge. Und wenn er gar keins Bitte hat? Bitte lieber, dass er eins hat, sonst können wir nämlich von vorne anfangen. Amado hat ihn erwischt. Nein, stell das verdammte Ding ab. Er hat uns an der Nase herumgeführt und ist dann in einem U-Bahn-Schacht verschwunden. Aber die Ohrringe habt ihr wieder. Ja, sie sind wunderschön, danke. Besser, ich hätte die verdammten Dinger nie gefunden. Also da kann ich dir ganz und gar nicht zustimmen. Sie waren nämlich sehr nützlich für mich. Durch sie konnte ich herauskriegen, wo sich Amado für gewöhnlich aufhält. Sag uns schon wo. Nicht so schnell, das kostet dich eine Kleinigkeit. Was soll das? Meine eigene Frau will mich erpressen? Ich habe meine Gründe dafür. Ja, das glaube ich dir. Was verlangst du? $50. Und ich werde euch begleiten. Eben, das werde ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Wer weiß, was uns noch alles erwartet. Das sind meine Bedingungen, ja oder nein? Du wirst nicht mitkommen. Von mir erfährst du dann nichts. Na komm schon, Cruz.
Du gibst früher oder später sowieso nach, also kannst du es auch gleich tun. Er hat doch vollkommen recht, hör auf ihn. Also schön, ich gebe nach, aber nur, weil ich einsehe, dass ich keine Chance habe, wenn du mir auch noch in den Rücken fällst. Also gehen wir. Jetzt ist er bestimmt sauer auf mich. Wartet! Willst du wirklich nicht mit reinkommen? Nein, lieber nicht. Ich muss zurück. Herr Mietscher wartet bestimmt schon auf mich. Schlaf gut. Und denk noch mal über alles nach. Das ist unsere einzige Chance. Was hast du? Ich habe Angst vor dem Major. Ich werde nicht zulassen, dass er dir was antut. Das verspreche ich. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ming Li? Hey, wieso schläfst du nicht in deinem Bett? Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin wirklich sehr müde, ich werde mich gleich hinlegen. Warte noch. Warum jagt der Major dir Angst ein? Geh jetzt, ich will nicht, dass du Schwierigkeiten hast. Scott, ich werde dich doch jetzt nicht alleine lassen. Alles ist vorbereitet, der Ambulanzwagen wartet schon und du kannst nichts mehr tun. Ist dir klar, dass du dir eine Menge Ärger einhandeln kannst? Das ist mir ganz egal. Was geht dir eigentlich vor? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Bitte, gehen Sie mir aus dem Weg. Dann hast du etwa auch den Verstand verloren, dieser Mann mit dem Sterben? Er ist mein auf keinen Vater Fall wird sterben, wenn er noch länger hier bleibt. Deshalb werde ich ihn sofort aus diesem Krankenhaus dahin bringen, wo ich ihn so behandeln kann, wie ich es für richtig halte. Das ist absoluter Wahnsinn. Das kann Sie Ihre Zulassung kosten. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Und jetzt gehen Sie mir endlich aus dem Weg. Wollen wir zusammen essen gehen? Was ist los? Ich reise ab. Wieso? Weil Mason nun mal nicht hier ist. Wir haben doch noch gar nicht mit Sunny geredet. Was macht das für einen Unterschied? Das ist vollkommen bedeutungslos. Der Kerl ist nicht Mason, das ist offensichtlich. Und Gina ist bestimmt auch schon dahinter gekommen. Wahrscheinlich überlegt sie, wie sie ihn trotzdem als Mason verkaufen und so die Belohnung kassieren kann, die sie ausgesetzt hat. Der Frau traue ich alles zu. Finden Sie nicht, wir sollten der Sache weiterhin nachgehen? Wozu denn? Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht glauben, dass er immer noch am Leben ist. Ich werde mich ein für alle Mal damit abfinden müssen, dass er tot ist. Auch wenn mir das sehr schwer fällt. Meine Mutter sagte immer zu mir, unser Glaube sei die stärkste Kraft, die wir in uns haben. Er kann uns helfen oder uns zur Verzweiflung bringen. Für den Augenblick sollten wir uns an das halten, was wir wirklich wissen und nicht an das, was wir glauben zu wissen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wir sollten noch warten, bis wir einen endgültigen Beweis haben. Ich möchte endlich wieder zu Hause sein. Ich habe eine Tochter, die mich braucht. Na schön. In Ordnung, Sie wollen also aufgeben. Werden Sie mich begleiten? Ja, natürlich. Ich werde die Hoffnung nie aufgeben. Auch wenn unsere Suche hier zu Ende ist. Hey Mann, was soll das? Das ist mein Abendessen. Ich dachte, du wärst jetzt gut bei Kasse, nachdem du die Ohrringe versetzt hast. Sieh alleine, Mann. Es ist schiefgegangen. Verstanden? Mein Gott, es ist ja wirklich furchtbar hier. Eden, tu mir einen Gefallen und warte im Wagen auf uns, bitte. Nein. Bitte tu, was ich dir sage. Meine Abmachung, Cruz. Gut, wie du willst.
Kane, behalte seinen Freund im Auge, während ich mit ihm rede. Ja. Und was ist mit mir? Du kriegst dein Geld schon noch. Lass mich jetzt endlich allein. Amado. Du hältst dich da raus. Wirklich nett hast du es hier. Was wollen Sie noch? Ich möchte mit dir reden. Hey Mann, seid ihr etwa Bullen? Halt die Klappe! Worüber wollen Sie noch mit mir reden? Ihre verfluchten Ohrringe haben Sie doch wieder. Ich kann nicht entschuldigen, was du getan hast. Sperren Sie mich ein. Deswegen sind Sie doch hier, oder? Ich habe keine Angst vor dem Jugendgefängnis. Du hältst dich wohl für sehr mutig, was? Doch das Dümmste, was du tun konntest, war, in mein Büro einzubrechen. Ich gab dir den Job nur, weil ich dir vertraut habe. Ich weiß jetzt, das war wohl etwas voreilig von mir, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass du mein Vertrauen gründlich missbraucht hast. Na und? Soll ich mich etwa entschuldigen? Ich möchte nur, dass du begreifst, was du durch diese Tat verloren hast. Du bist zu mir gekommen, weil du eine Chance haben wolltest, und die hast du auch erhalten. Doch du hast mich enttäuscht. Na schön, damit werde ich schon fertig werden, doch ich möchte, dass du dir über eins im Klaren bist. Was du getan hast, war sehr dumm. Hey, Mann! Er hat sich dein Gequatsche lang genug angehört. Ja, großartig. Sieh dir diesen Schwachkopf ruhig näher an. Willst du dein ganzes Leben mit solchen Vollidioten verbringen? Steck das Messer weg. Er hat mich beleidigt. Du sollst es wegstecken. Entweder du hörst auf ihn oder ich werde es dir wegnehmen. Versuch's doch mal. Hör auf! Verrückt, gib mir das Messer!